Es gibt einige Festnahmen, die Zahl, die genaue, können wir noch nicht liefern. Es wird noch einige Zeit dauern. Mindestens einer oder eine ist ins Spital gebracht worden mit der Rettung? Das ist auch richtig. Es gibt einige verletzte Beamte, das wissen wir konkret. Da sind auch welche ins Spital geliefert worden. Aber wir haben hier auch noch keine konkrete Zahl. Okay, ich selber habe Pfefferspray bei der Löwelgasse abbekommen. Wird das viel eingesetzt? Ist viel notwendig heute? Das müssen wir auch erst schauen. Jeder Pfefferspray-Einsatz wird natürlich dokumentiert. Das kann man im Nachhinein dann genau praktisch bekannt geben, wie oft und wo der eingesetzt wurde. Die Methode, die Journalisten zusammenzufassen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, für eine bestimmte Zeit berichten zu lassen, wird das jetzt immer so sein, wird es öfter Sperrzonen geben oder haben Sie da auch die Pressefreiheit betreffend Bedenken? Dazu möchte ich Ihnen Folgendes sagen, dass das jetzt in den letzten Jahren genau auf diese gleiche Art und Weise Usus war. Es wurde bis jetzt immer wieder begrüßt von den Journalisten. Sinn und Zweck dieses gemeinsamen Medientreffpunkts um 20.15 Uhr in der Löwelstraße war, den Journalisten auch Gelegenheit zu geben, ausreichend Zeit zu geben, in das Platzverbot hineingehen zu können, die Ballbesucher auch beim Zugang zum Veranstaltungsort zu beobachten, zu sehen, möglicherweise auch zu fragen, wenn sie irgendwas zu sagen haben. Das war der Sinn und Zweck. Darüber hinausgehend waren Sie und alle Journalisten auch in Ihrer Berichterstattung frei. Sie konnten sich frei bewegen, das stimmt sehr wohl, ja. Nein, wir wurden nicht durchgelassen, sondern angepöbelt. Na, angepöbelt? Doch. Von Ihren Kollegen. Ich bin auch geboxt also worden. Grundsätzlich erkläre ich Ihnen den Sinn und Zweck eines Platzverbotes. In einem Platzverbot, das wird dann erlassen, wenn eine Gefährdungseinschätzung da, also vorliegt. Und deswegen ein Platzverbot erlassen wird, um eben einen gewissen Bereich abzusichern und darin auch Menschen zu schützen, Sachen zu schützen und so weiter. Aber wir sind in dieses Platzverbot sollen ja auch nur berechtigte Personen Zugang haben. Zu dieser berechtigten Gruppe sind jetzt speziell nicht Journalisten ausgewählt worden, sondern nur Anrainer, Ballgäste und so weiter. Und warum haben die einen Sonderstatus? Ja, Journalisten werden immer einen Sonderstatus haben, weil sie ja ihrer Berichterstattungspflicht nachkommen wollen. Genau, das konnte ja nicht passieren. Wenn Sie sich jetzt in Ihrer Berichterstattungspflicht gestört, beeinträchtigt gefühlt haben, dann können Sie das natürlich jederzeit frei äußern. Wir haben uns möglichst das getan, haben einen gemeinsamen Medientreffpunkt auch vereinbart, sind mit Ihnen auch hier in das Platzverbot gegangen. Sie konnten hier alles beobachten und die wirklichen Brennpunkte dieser Veranstaltung, glaube ich, sind ja nicht jetzt hier am Heldenplatz gelegen und innerhalb des Platzverbotes, sondern eindeutig außerhalb des Platzverbotes. Aber das ist doch der Brennpunkt. Das ist der Brennpunkt ist doch, dass es diese Veranstaltung gibt. Dann würde ich Sie ersuchen, dass Sie sich nächstes Jahr vom Veranstalter direkt akkreditieren lassen. Das macht er nicht. Ja, das ist aber dann Ihre Sache. Es gibt eine Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof bezüglich eines Platzverbotes bei einer anderen WKR-Veranstaltung. Das wurde sehr heftig kritisiert und nachträglich für ungültig erklärt. Ja. Das passierte kurz, also das wurde veröffentlicht kurz vor der neuerlichen Platzsperre wieder. Ja. Das heißt, ignoriert die Polizei den Verfassungsgerichtshof? Es ist natürlich so, dass eine Rechtsmaterie immer wieder von verschiedenen Gesichtspunkten auch beleuchtet wird. Es gibt Auslegungssachen, es gibt gerichtliche Entscheide. Das heißt, es gibt ja nicht nur eine Rechtsmaterie. Wir sind der Ansicht, dass das Platzverbot und das Vermummungsverbot sehr wohl rechtens ist. Deswegen haben wir es auch erlassen. Was allerdings nachher dann bei einer gerichtlichen Betrachtung eventuell wieder belegt wird, ist wieder eine andere Sache. Klar, das können Sie nicht wissen, aber das Platzverbot wurde doch... Aber ich möchte Ihnen doch zu bedenken geben, dass es nicht der erste Einsatz rund um diesen Akademikerball ist, der früher WKR-Ball geheißen hat, und wir dann im nachgerichtlichen Verfahren fast in allen Verfahren Recht bekommen haben, in unseren Einschreitungs... Also Platzverbot nicht. ...wir gesetzt haben. Nahezu in allen, habe ich gesagt. Also genau um das Platzverbot, das ich jetzt wieder erlassen habe, ist es gegangen. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, das ist nicht in Ordnung, und kurz darauf machen Sie für die nächste Veranstaltung, exakt für die gleiche Veranstaltung, wieder ein Platzverbot und dann noch größer. Ich kann Ihnen nur darauf verweisen, das muss man dann im Nachhinein natürlich betrachten, wenn hier auch eine gerichtliche Beurteilung stattgefunden hat, und das kann man dann auch entsprechend evaluieren. Jetzt liegt einmal vor, dass aus unserer Sicht das sehr wohl rechtens ist, und deswegen wurde es auch erlassen. Die deutsche Polizei hat einmal nach Demonstrationen in Stuttgart oder beziehungsweise die Gewerkschaft der deutschen Polizei gesagt, sie sind es leid, die Pufferzone zwischen Politik und Gesellschaft zu sein. Haben Sie nicht eigentlich ein bisschen genau das Gefühl, dass es hier
passiert, wäre es Ihnen nicht eigentlich in Wirklichkeit auch lieber, wenn es jetzt woanders stattfinden würde? Na gut, es wurde ja im Vorfeld schon mehrmals versucht, diesen Ball an einen anderen Veranstaltungsort zu bringen. Das ist allerdings nicht Sache der Polizei, sondern das ist einerseits und maßgeblich natürlich Sache des Veranstalters selbst. Aber sind Sie Pufferzone zwischen Politik und Bevölkerung ein bisschen? Die Polizei ist sicherlich öfter Pufferzone zwischen rivalisierenden Gruppen und das hat man natürlich auch heute wieder gesehen. Zahlen, wenn er Banner wartet. Ich arbeite daran, okay. Ich kann es leider.